hereinspaziert. Dieser musikalischen Aufforderung wollten wir natürlich gerne nachkommen. Und da sind wir, SWR4 Rheinland-Pfalz und das SWR-Fernsehen sind zu Gast auf der Bundesgartenschau in Koblenz. Genauer gesagt auf dem Schlossplatz der Festung Ehrenbreitstein. Wir freuen uns, in diesem wunderbaren Ambiente heute zu Gast sein zu dürfen. Und aus aller Welt kommt man ja hierher, um diesen traumhaften Blick zu genießen in das Rheintal, in das obere Mittelrheintal, dem UNESCO-Welterbe. Der Blick auf Koblenz, auf das Deutsche Eck und, man vergisst sie leider so oft, die Mosel, die hier in den Rhein mündet. Hier also sind wir und hoffentlich erfreuen wir Sie mit unserem Konzert Walzer am schönen Rhein. Und wunderbare Stimmen haben wir mitgebracht, zum Beispiel die Stimme der Sopranistin Hanna Elisabeth Müller. Sie kommt auch vom Rhein, ist eine waschechte Mannheimerin und sie singt gleich eine Hymne an den Mond von Eduard Künicke. Und unser Tenor Martin Mitterrutzner, er kommt nicht vom Rhein, sondern vom Inn. Natürlich mussten wir einen Österreicher heute haben bei unserer Walzer-Sendung. Aus Hall im Bundesland Tirol. Von dort kommt er. Wir hören ihn gleich mit einem Ausschnitt aus der komischen Oper Der Waffenschmied von Albert Lortzing. Begrüßen Sie unsere Gesangssolisten und die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter ihrem Chefdirigenten Christoph Poppen. Thank you.
Eine strahlende Stimme, Hanna Elisabeth Müller mit einer Hymne an den Mond. Strahlender Mond, der am Himmelszelt thront. Dieses Stück stammt aus der Operette Der Vetter aus Dingsdar von Eduard Künneke. Nun aber zu einem anderen Operettenkönig. Es wird auch allerhöchste Eisenbahn für ihn. Er kommt aus Wien, natürlich der Walzerkönig Johann Strauss Sohn. Was war er nicht alles? Entertainer. Chef einer Musikerfirma, Businessman und Reisemusiker. Wenn er heute hier wäre mit seinem Orchester auf Tournee, mit Sicherheit hätte er aus diesem Anlass einen Walzer komponiert. Und vielleicht würde sein Opus 354 Rheinwein heißen. Aber das ist und bleibt Spekulation, denn Opus 354 ist und bleibt Wiener Blut. Christoph Poppen dirigiert die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern.
Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Christoph Poppen und Wiener Blut von Johann Strauss Sohn. Aber auch Franz Leha hat uns wunderbare Musiken hinterlassen auf Weltklasseniveau. Denken Sie nur an seine Operette Die lustige Witwe. Hits da drin, Lippen schweigen, flüstern Geigen, Da geh ich ins Maxim oder Vilja, o Vilja. Und diesen Hit, diesen Schlager, singt jetzt Hanna Elisabeth Müller. Fass mich und lass mich dein Traum.
Martin Mitterrutzner, Grüß mir mein Wien, stammt aus der Gräfin Maritza von Emmerich Kallmann. Unseren Zuschauern zu Hause will ich sagen, Sie ahnen schon, dass hier in Koblenz gerade ein paar Regentropfen runtergehen. Aber unserer Stimmung tut das doch keinen Abbruch, oder? Das meine ich doch wohl. Walzer am schönen Rhein. Und jetzt hören wir weiter Musik von Emmerich Kallmann. In seiner bekanntesten Operette, die Czardasch-Fürstin, gibt es unheimlich viele Hits. Zum Beispiel das Schwalbenduett, das werden wir jetzt auch gleich hören, von Hanna Elisabeth Müller gesungen und von Martin Mitterrutzner. Zuerst hören wir aber die Ouvertüre aus der Czardasch-Fürstin. Ist alles anders, tralala, die Wunder kommen nicht. Ich denke mir ähnlich, tralala, so immer fort zu sein. Das ist gewöhnlich nur im Anfang, tralala, dann ist man gern allein. Ich lasse mir nicht bewerben, tralala, richte
kann der Mann nicht hin markieren, tralala, bei seinem Weibchen bloß. Ja, wenn es doch uns Mädchen ginge, tralala, gibt's lauter Romeos. Die Gattin soll dem Gatten folgen, tralala, als guter Kamerad. Das wäre ein bisschen gar zu wenig, tralala, und auf die Dauer fahrt. Du hast im Käfer noch Rosinen, tralala, siehst die Welt mit Rosenbrillen an. Voll mit Rosenblasen, lieber Freund, Yeah.
Ein Gruß aus Wien ans deutsche Eck vom Grazer Robert Stolz. Walzer am schönen Rhein, SWR 4 und das SWR-Fernsehen sind auf der Bundesgartenschau in Koblenz auf dem Schlossplatz der Festung Ehrenbreitstein. Jetzt geht's zurück nach Wien, nicht nach Wien, sondern nach Österreich, zu dem Niederösterreicher Karl Zeller. Karl Zeller war Jurist von Beruf und er hat eigentlich nur aus Liebhaberei Just for Fun komponiert. Herausgekommen ist zum Beispiel seine große Operette Der Vogelhändler. Viele Hits sind darin wie Grüß euch Gott alle miteinander oder aber auch Schenkt man sich Rosen in Tirol. Freuen Sie sich jetzt auf die Sopranistin Hanna Elisabeth Müller und auf den Tenor Martin Mitterrutzner. Thank you.
Oh.
Wer hat uns die Liebe ins Herz gesenkt? Aus der Operette Land des Lächelns von Franz Lehár. Ja, so langsam müssen wir leider schon Abschied nehmen. Wir von SWR 4 und dem SWR-Fernsehen. Von der Bundesgartenschau in Koblenz übertrugen wir das Konzert
Walzer am schönen Rhein. Und mein erster Dank gilt Ihnen, liebes Publikum, dass Sie trotz der wenigen Regenschauer hier ausgehalten haben. Das zeugt von Respekt. Auch wenn der Rhein wunderschön ist, wie wir alle wissen, wir haben die Mosel nicht vergessen und hören jetzt eine Fantasie über O Mosella. Thank you.
Schweigens flüstern Geigen ab wie lieb. All die Schritte sagen bitte ab mich lieb. Jener Druck der Hände deutlich missbeschrieb. Dieser Klang, sie ist wahr, sie ist wahr, du hast mich lieb. Bei jedem Walzer schrie, sprich kein Wort.